Ich habe mir einen schwierigeren Kampf vorgestellt, aber vielleicht lag es daran, dass es nur einer war und nicht mehrere tausend wie sonst immer. Oh, Blauflieder nehmen wir mit. Trank nehmen wir mit. Leerbeutel nehmen wir mit. So. Und ja, es kommt mit Sicherheit vor, dass ich ab und zu mal was vergesse oder hier nicht geschaut habe, da nicht geschaut habe. Bin ja auch nur ein Mensch. Vielleicht, weil ich es eilig hatte, vielleicht, weil ich schon wusste, wo es als nächstes weitergeht und da auch gerne schon hin wollte. Kann ja alles sein. Ja, und da kommt es halt mal vor, dass man halt nicht jedes Kraut mitnimmt. Zumal wir auch noch gar nicht, haben wir überhaupt schon mal Kräuter benutzt überhaupt? Ich glaube, die allerwenigsten haben wir bisher benutzt. Weil es einfach auch ein gutes Arsenal an Kräutern gibt, kann man so sagen. Daraus können wir uns natürlich Tränke machen, das würde uns einige Kosten sparen. Aber selbst Tränke haben wir ja noch nicht so viele benutzt bisher. Weil wir eigentlich immer auf gebratenes Fleisch uns fixiert haben. Jo. Na? Und... Hep! Wenn sie nicht zurückweicht, muss ich einen neuen Schlag setzen. Na, also geht doch. Da ist nichts zu holen. So, vielleicht mal fix was essen. Bevor der nächste kommt. Ist da eine Wurst? Ich habe eine Wurst noch in der Tasche. Auch gut. Ich mal auf Kampf, das passt hier ganz gut. Oh. Und 1, 2, 3, 4. Komische Gegend. Oh, was? Trank. Trank. Heilpflanze, nehmen wir mit. Da ist auch noch eine Pflanze, hier. Ja. Ja. Nehmen wir natürlich alles mit. Was wir schon finden, das nehmen wir mit. Was wir vergessen, das lassen wir stehen. Logischerweise. Weil wir haben es ja vergessen. Hätten wir es gesehen, hätten wir es mitgenommen. Nein. Ich möchte gern speichern. So. Okay. Der hat mich schon gesehen. Ja. Mehr. Okay, da hinten sind die Ruinen. So weit weg bin ich also gar nicht. Da ist nichts zu holen. Weil ich so ein bisschen im Kreis jetzt gelaufen bin. Oh. Spruchrolle, die nehmen wir natürlich mit. Waren das zwei? Schon habe ich jetzt gar nicht geguckt. Wo kommen sie denn? Warum musst du so schnell angreifen? Ja, es war blöd. Ich stand da ein bisschen komisch. Da ist nichts zu holen. So, darauf erstmal ein Schnitzel. Oh, jetzt ein Schnitzel. Ich spiele jetzt auch nur so lange, bis ich mir was zu essen machen muss. Ja, ja. Ich finde die Musik auch so schön. Nicht so schön. Erinnert mich eigentlich so ein bisschen an Tomb Raider. Tomb Raider 3, 5, Legend, Anniversary. Hm. Und nein, die habe ich eigentlich nicht vor zu Let's Playen. Weil... weiß ich gar nicht. Oh. Ah, es gibt so viele schöne Spiele, die ich gerne spielen wollte, aber bei den meisten habe ich erstmal einen Haken dran gesetzt. Mir ist es auch gar nicht wichtig, neue Spiele zu spielen, sondern welche zu spielen, die, ja, die natürlich Wiedererkennungswert haben, die ich schon kenne. Also nicht alle, also es gibt auch Spiele, die ich nicht kenne, die ich gespielt habe.
und ich noch spielen will. Dragon Age, Saints Row, die muss ich auch noch weitermachen. Um mal zwei Beispiele zu nennen von Spielen, die ich nicht zu Ende gespielt habe. Auch welche, die schon recht alt sind, wie dieses hier. Die ich dann natürlich noch gerne zu Ende spielen wollte. Und den Nachfolger möchte ich eigentlich auch noch gern spielen. Und da gibt es noch so viele Super Nintendo-Spiele, möchte ich auch gerne alle spielen. Mann. Es gibt nur eine Sache, die gegen mich arbeitet, und das ist die Zeit. Wow. Schöner Sprung. So. Gibt es jede Menge Zeug. Gucken wir mal rein, was die Piraten hier versteckt haben. Und yes. Und noch ein. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein goldenes Kelch. Und eine Kiste. Rechts, links, links, rechts. Das habe ich natürlich gewusst. Eintopf. Geil. Ich frage mich, wenn so ein Eintopf in der Kiste versteckt ist, wie alt ist denn der Eintopf? Ist der so alt wie diese Ruinen hier? Ist der so alt wie die Piraten, die das Versteck hier gemacht haben? Wie alt ist der Eintopf? Das ist eine berechtigte Frage. Ja, ich weiß, ich habe jetzt einiges übersehen. Aber ich will erstmal die Pflanzen hier mitnehmen. Nicht, dass da nachher einer sagt, was für Pflanzen übersehen? Die man noch mitnehmen kann. Ich weiß nicht, bei Corsic 3 werde ich das, glaube ich, nicht mehr tun und alle möglichen Pflanzen mitnehmen. Kommt er schon? Macht er da? Ich wollte hier eigentlich hoch, ne? Vielleicht hier hoch? Nö. Hier hoch? Komme ich hier irgendwo wieder hoch? Ah. Ja, ich habe so eine Pflanze übersehen. Super, jetzt habe ich wieder zwei. Kommt sie? Ja. Die schafft es auch nicht. Aha. Ach, du triffst mich, aber ich dich nicht. Das ist natürlich in Ordnung. Na, komm her, jetzt wo wir uns gegenüberstehen. Wo ist die andere? So, erstmal ein Schnitzel. Das war gemein. Ich habe sie doch zuerst gesehen. Ups. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Ach, hier liegt noch eine Pflanze. Sag das doch gleich. Ich bin nur wegen der Pflanze. Das ist ja klar. Pfeil. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Rostiges Schwert. Pfeil, Pfeil, Pfeil. Feuerkraut, Pfeil. Was, wo denn? Ja, dann komm mal her. Hallo? Warte, dann nehme ich die Pflanze noch mit. Und. Na also, geht doch. Warum nicht gleich so? Zu plündern. Muss ich was essen? Vielleicht ein Süppchen. Vielleicht eine andere Suppe. Das ist auch so viel. So, Fisch. Warte mal. Ich hab das doch gehört. Nichts zu holen. Drecksack. So. Da drüben links. Ach nee, hier geht's ja woanders hin. Okay.
Muss ja mal geprüft werden. So, jetzt gehen wir endlich mal ins Tal runter. Ich höre immer noch diese Heuschrecken. Oder ist das die... Ist das die Atmosphäre? Der atmosphärische Sound. Manchmal will er nicht, ne? Okay. Puh. Da ist ein Pflänzchen, das nehmen wir mit. Da ist noch ein Bärchen, das nehmen wir auch mit. Da geht's runter, da gehen wir erstmal nicht runter. Nein, hatte ich nicht vor. Mahlzeit. Speichern. Und da waren auch Raptoren, habe ich gerade gesehen. Können wir die einzeln ziehen? Noch welche gesehen. Oh. Wollte ich gerade sagen. Ich habe doch eben noch welche gesehen. Verdammte Brot. Der interessiert sich gerade nicht für mich. Das finde ich gut. Drecksack. Jetzt du noch. Jo. Hat er eigentlich Fleisch bei sich gehabt? Nein. Nicht so Haut und Knochen. So, Pflänzchen, ein Tränkchen, Fliegerchen. Na, aufheben bitte. Verdammt, wo bin ich denn hier? Ich kenne das gar nicht mehr. Da ist ein Pilz. Den Pilz nehme ich aber noch mit. Weiß, wo man wieder ankriegt. Was? Dunkelpilz. Wer denn? Alter, ein Ork. Der hängt ja da jetzt fest, ne? Bestimmt stark. Könnt ihn besiegen. Aber ich habe so viele Pfeile. Ich kann ja gleich immer noch die Waffe wechseln. Und ich treffe ihn ja. Ich meine, warum nicht? Ich hätte nicht gedacht, dass hier Orks drin sind. Ich wusste schon, warum ich hier nicht rein wollte. Schade, dass ich durch einfaches Schießen nicht einfach meine Fähigkeit steigere. Das beim dritten Teil schon der Fall war? Das würde mich ja mal interessieren. Also durch einfaches Benutzen. Das treffe ich aber nicht mehr, ne? Ich glaube, ich muss ran. Au. Okay, der war ein bisschen stark. Ein bisschen sehr stark. Puh, wir haben es geschafft. Und mir geht's gar nicht gut. Vielleicht sollte ich mal was essen, hä? Und vielleicht sollte ich mal speichern, hä? So, mal gucken. Ach, da geht es auch hoch. Okay, ich hätte den Ork sogar umgehen können. Ich vermisse hier eine Person, ein NPC. Oder es war nicht hier. Kiste.
Links, rechts. Alte Steintafel. Na, warum nicht? Komme ich hier hoch? Nö. Hier komme ich hoch. Ich wusste es doch. Eigentlich sieht die so süß aus. Die kann man doch nicht einfach hauen. Sag mal, wo bin ich denn überhaupt? Auf diesem Weg. Ach du. Na gut, gehen wir da erstmal lang. Ist eine Höhle an der Schlucht? Interessant. Ach du. Ich nehme erstmal eine andere Route. Also ehrlich, 6 Snapper und ein Troll. Ich fühle mich auch getrollt. Vielleicht sollten wir später hierher. Vielleicht sollten wir gar nicht hier sein. Aber wir müssen irgendwie durch. Wenn ich einfach laufe. Angst wie ein Häschen. Ängstlich wie ein Hase. Na komm, wir gucken mal wieder, wo der Ork war. Doch bestimmt nicht noch mehr. Der kratzt sich gerade am Arsch. Natürlich. So, wie gehen wir denn jetzt weiter? Den? Nein, das war der falsche. Moment, muss mal laden. Nee. Den habe ich nicht gemeint. Den habe ich gemeint. So, wo bin ich denn? Hier, ne? Und wenn ich da jetzt einfach vorbeilaufe, das kann ich ja mal ausprobieren. Komme ich eigentlich hoch? Ja. Warte mal. Ich wollte doch mal gucken. Jetzt muss ich die Maus. Da oben steht einer. Und da sind Scavenger oder sowas. Okay. Pass auf, dann gehen wir mal von der anderen Seite weiter. Uns fehlt auf jeden Fall Rüstung. Stärkere Waffe wäre auch nicht schlecht, aber uns fehlt Rüstung. Also diese Tempel sind nicht so einfach. Kann ich mich irgendwo nach oben retten da drüben? Vielleicht ein Zauber. Eine Spruchrolle. Blitz. Ich gehe mal den anderen Weg. Ich guck mal da nochmal. So. Blümchen. Obwohl, ich habe ja auch hoch. Ich hätte ja theoretisch auch genug Punkte, um mir schon ein deutlich besseres Schwert zu holen. Wir haben nämlich 60 Lernpunkte, damit könnten wir unsere Stärke locker auf 100 bringen. Hätten damit eine bessere Waffe. Nee, könnten wir nicht. Könnten wir nicht. Denn ich glaube, ab 60 kostet es 3 Lernpunkte. Es kostet ja 2. Also um 30 Punkte. Mit unseren 60 Lernpunkten könnten wir die Stärke um 30 erhöhen. Dann wären wir bei 85. Aber ich glaube, ab 60 brauchen wir sowieso 3. Ja, Moment. Hab ich gerade verrechnet.